Alle Augen waren auf den Präsidenten des FC Bayern München gerichtet. Vor der Partie beim Club in Nürnberg. Und er guckte immer wieder in Richtung Bayern-Fankurve. Karl-Heinz Rummenigge sagte: Da ist nichts gegen deine Person. Nee, wirklich nicht? Nein, es war nichts gegen Uli Hoeneß. Die Fans, ja, sie hatten zu einer Art Waffenstillstand aufgerufen. Rein in die Partie, die Klubberer von links nach rechts mit dem ersten Angriff. Das ist Almog Cohen, der Israeli, defensiv im Mittelfeld, wie immer von Dieter Hecking eingesetzt. Langer Ball und plötzlich war Christian Aichler da. In der ersten Minute fast eine erste gute Gelegenheit für den ersten FC Nürnberg durch Aichler. Im Endeffekt das Ganze kein Problem für Thomas Kraft, von dem in dieser Partie noch die Rede sein sollte. Sowie auch in der fünften Minute von Pinola mit diesem Bock gegen Robben. Ausgerechnet gegen den schnellen Robben. Der hatte den Kopf oben und der fand Thomas Müller. Und das war dann sensationell gemacht vom torgefährlichsten Mittelfeldspieler der Fußball-Bundesliga. 10. Saisontor Thomas Müller. Erleichterung auf der Bayernbank bei Van Gaal. Aber natürlich der dicke Bock von Pinola. Und dann ist das einfach nur überragend gespielt. Hier dieser Pass von Robben auf Müller. Und der macht das gut gegen Cohn. Schäfer chancenlos. Klasse gemacht von Thomas Müller. Sehr zur Freude dieser Herren hier. Ah, jippa! So soll's sein. Aussicht von Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Karl Hopfner. Die waren zu diesem Zeitpunkt durchaus zufrieden. Dann die 8. Spielminute und einer, der einen Bayern-Vertrag hat, mit einem Ausrufezeichen auf Nürnberger Seite, Mehmet Ekici. Klubberer würden ihn gerne eine weitere Saison ausleihen. Wieder der erste FC Nürnberg, wieder Ekici. Ekici an 10 Torschüssen, an allen 10 Torschüssen der Nürnberger im ersten Abschnitt beteiligt. Entweder er legte vor oder er machte es selbst. Es dauerte bis zur 28. Minute, bis die Bayern mal wieder eine Chance hatten, nach Nürnberger Fehler im Spielaufbau. Dann geht's schnell und plötzlich Gomez, ja, der war auch dabei mit der Chance zum 2:0 für die Münchner. Probleme bei der Ball-An- und Mitnahme und dadurch wurde es nix mit dem zweiten Treffer. Es war keine Abseitsposition. Und dann noch eine Szene, Ende der ersten Hälfte. Im Mittelpunkt wird gleich Torhüter Thomas Kraft stehen. Jetzt schauen Sie sich das mal an, semmelte hier über die Kugel und hatte Glück, dass Nürnberg hier nicht zum Ausgleich kam. Erster dicker Wackler des Bayern-Torhüters nach diesem langen Ball von Almog Cohen. Aichler kam da nicht mehr ran. Und den Hoeneß schelten sie zumindest aus einigen Teilen der Fangruppen wegen seines Wunsches, Manuel Neuer zu verpflichten. Naja, das war die erste Halbzeit. Gute Laune bei den Bayern-Oberen vor Beginn der zweiten Hälfte. Zwischen Nürnberg und dem FC Bayern München durch ein Tor von Thomas Müller führte der deutsche Rekordmeister mit 1:0. Aber die Klubberer erhöhten in der zweiten Hälfte den Druck. Ekici, der ein gutes Spiel machte. Situation schien schon geklärt und dann der Versuch aus der zweiten Reihe durch Hegeler, der noch in der ersten Hälfte für den angeschlagenen Gündogan gekommen war. Wieder der Club aus Nürnberg. Bayern bekamen die Kugel nicht weg und dann Robert Mack, überraschend für einige von Beginn an dabei beim ersten FC Nürnberg, hier mit einer, dann nennen wir es einmal, Torannäherung in Richtung Thomas Kraft. Wieder der Club, Pinola. Ungefährliche Situation, scheinbar für Thomas Kraft. Dann dieser Chip-Pass genau vor die Füße von Aichler. Und nach einer Stunde der Ausgleich in Nürnberg durch den 7. Saisontreffer von Christian Aichler.
Natürlich war das ein schönes Tor, aber was bitteschön war das für ein Bock des Bayern-Keepers. Aigler wurde frenetisch gefeiert, ist ja alles in Ordnung, aber Kraft, er war der Unglücksrabe. Und das wusste er ganz genau. Hier, was für ein schlampiger Pass. Aber dann auch nicht wirklich schlecht gemacht von Christian Aigler. Es war übrigens das 750. Saisontor in der Fußball-Bundesliga. Das nur so am Rande. Da sah Kraft das Unheil schon kommen. So. Und das, wie Uli Hoeneß diesen Gegentreffer erlebte. Stinksauer! Und die sind sauer auf mich, weil ich den Neuer haben will. Das war jetzt meine freie Interpretation. Aber natürlich ein Gegentor, das man so nie und nimmer fangen darf. 2 Minuten später wieder der 1. FC Nürnberg und Aiglers dicke Möglichkeit zur Führung für den Club, der ja noch in Richtung Europa schielt. Uli Hoeneß. Ja. Es wird über die Torhüterfrage weiter diskutiert werden in München. Keine Frage. Van Gaal reagierte in der zweiten Halbzeit, brachte Miroslav Klose als zweiten Stürmer. Das hätte fast direkt Wirkung gezeigt. 69. Minute, die dicke Chance für den Nationalstürmer. Aber Cohen klärte vor der Linie. Dann wieder der 1. FC Nürnberg mit Ekici bei der Ecke. Pinola, was hatte der Zeit? Pinola, warum nicht? 71. Minute. 1:1 weiterhin zwischen Nürnberg und den Bayern. Zu wenig für die Münchner im Kampf um die Champions League Qualifikation. Gomez mit einer unauffälligen Partie, um das mal vorsichtig auszudrücken. 77. Minute. Es ging jetzt rauf und runter. Robben. In der zweiten Hälfte insgesamt gut zugedeckt von Pinola. Dann kam er mal zum Abschluss. Eine der wenigen Prüfungen für Raphael Schäfer. Und in der Schlussphase sollte es dann richtig aufregend und hitzig zugehen. Die Bayern, Timoschuk in der zweiten Halbzeit für Kroos gekommen. Kein Abseits von Gomez. Wollscheid stört Gomez, Schäfer und nochmal Gomez. Das war sie, die Riesengelegenheit für den Knipser, für Mario Gomez. Es war keine Abseitsposition. Dann war es aus Sicht der Nürnberger ganz, ganz wichtig, dass Wollscheid hier noch störte. Aber den Nachschuss, den macht er normalerweise. Und es sollte noch eine knifflige Situation folgen. Wir sind schon in der 89. Minute. Robben. Gomez. Gomez und der Ball war an der Hand von Wolf. Aber das ist kein absichtliches Handspiel. Das ist angeschossen. Knut Kircher, der Referee, für meinen Geschmack hier absolut im Recht, nicht auf Handelfmeter zu entscheiden. Das ist keine Absicht, das ist keine unnatürliche Handbewegung. Dann die 90. Minute und der Ball war drin, aber vielleicht haben Sie es gehört. Da war vorher ein Pfiff von Knut Kircher. Er gab den Treffer der Nürnberger nicht. Hecking konnte das nun überhaupt nicht verstehen. Was ist denn da gewesen? Wir können kein Foul von Wollscheid erkennen. Aber das hatte Kircher gesehen. Und so pfiff er ab und dieser Treffer von Hegeler zählte nicht. Glück für die Bayern, denn für mich war es eher ein Foul an Wollscheid, aber keins vom Nürnberger Innenverteidiger. Und um den Ärger richtig rund zu machen, gab es dann noch eine Aktion nach dem Schlusspfiff. Hier sehen wir noch einmal das nicht gegebene Tor, warum auch immer. Aber so richtig bunt im wahrsten Sinne des Wortes wurde es dann noch nach dem Abpfiff von Knut Kircher, denn der zückte plötzlich rot. Das Spiel war schon lange zu Ende gegen Arjen Robben, der den Referee beleidigt hatte. Da half alles diskutieren. Der Münchner im Anschluss nichts mehr. Robben auf keinen Fall dabei. Am nächsten Sonntag, wenn es gegen Bayer Leverkusen ein ganz, ganz wichtiges Spiel für die Münchner gibt. Und der Club? Ja, unglücklich nur einen Zähler gegen Bayern geholt.